Willkommen zurück zu Subnautica. Ich habe jetzt alles aufgeladen und jetzt würde ich sagen, wir gehen weiter. Ich habe jetzt nochmal auf meiner Karte geguckt, wo ich dann jetzt eben hinfahren würde. Ich blende die euch jetzt einfach mal ein. Das ist jetzt die Karte, die ich mir gemacht habe mit den jeweiligen Locations, die wir haben. Hab da hin und wieder auch mal so ein Zeichen mit einer Krake gemacht. Das ist da, wo wir diese Dinger gesehen haben, die einen so ein bisschen teleportieren können. Oder auch mal dieses, ja, Totenkopf-ähnliche Ding. Das ist der Standort, wo ich bisher Leviathane gesehen habe. Halt hinter dem Wrack der Aurora. Jetzt müsste ich eigentlich noch vor der Aurora nochmal ein Ding machen. Das habe ich jetzt noch nicht eingetragen. Und ja, in der Nähe von RK-17, RK-13 da in dem Bereich habe ich auch schon mal eingesehen. Aber auch nur von der Entfernung her. So, eigentlich müsste ich jetzt bei Eden Klippe jetzt auch nochmal einen, beziehungsweise Luliaberge auch nochmal einen hinsetzen. Das muss ich alles nochmal nachträglich machen. Auf jeden Fall ist das jetzt soweit der Bereich, den ich erkundet habe. Und ich würde sagen, wenn wir südwestlich gehen müssten, müssten wir nicht mehr Halleluja-Berge gucken, sondern eher so in diesem Bereich. Bei RK3, RK17, RK13, also Rettungskapsel heißt das. Und in der Nähe des Leviathans. Vielleicht muss man auch da in die Richtung hin. So, auf jeden Fall würde ich da jetzt einfach mal in die Richtung gehen. Ich habe mir auch gedacht, eigentlich wäre diese ganze Mission, die ich jetzt gerade mache, viel, viel schöner und entspannter mit der Seemotte. Aber weil man damit einfach viel, viel schöner was hier sehen kann. Also zum Erkunden ist die immer noch besser. Das hier ist für Langzeitmissionen halt ziemlich gut. Oh. Ich habe kein Torpedo mehr drin. Sehe ich gerade. Das sollten wir doch mal nachladen. Nee, das ist falsch. Rauschkörper. Das Ding muss ich haben. Da. Uranit habe ich auch noch im Inventar. Na egal. So. Südwesten. Ne, weiter hier in die Richtung. Also eigentlich könnten wir. Habe ich das denn eigentlich? Das war jetzt in der Richtung. Pilzbaumwrack. Das ist auch noch in dem Bereich gewesen. Wir können ja einfach zu diesem Pilzbaumwrack mal gehen und das angucken. Lass mal kurz erkunden und dann von da aus nach Süden irgendwie gehen. Und dann mal schauen, ob irgendwas finden. Ich brauche mal wieder die Kamera hier runter. Und dann schauen wir mal, ob ich irgendwas finde. Also es bleibt weiter jetzt erstmal erkunden. Die ganze Tiefsee. Mal schauen, ob wir heute ein bisschen mehr schaffen als beim letzten Mal oder mehr Erfolg haben bei der Suche. Bisschen tiefer kann ich auf jeden Fall. Weil das ist halt sehr, sehr tief, ne? Also mindestens 800 Meter. Dazu muss es halt hier irgendwo erstmal ein Loch geben, wo ich dann auch wirklich auf diese Tiefe kann. Weil tiefer als diese 600 Meter haben wir noch keinen Ort gefunden. Das muss ja noch tiefer gehen. Und ich glaube, ich bin mit der Seemotte sogar ein bisschen schneller. Zumindest fühlt sich vielleicht auch nur schneller an, weil wir kleiner sind. Aber es fühlt sich auf jeden Fall sehr langsam an. Aber ich finde es trotzdem super cool. Ich finde es irgendwie spannender mit diesem Boot. Mit dem U-Boot hier rumzufahren, als mit der Seemotte. Irgendwie ist das dadurch, dass es wieder ein bisschen klankiger ist, ist irgendwie geil. Ich mag das. So, das ist das Teil, was ich irgendwie gesehen hatte. Aber ich habe mir nur diese Markierung gesetzt. Und demnach gucken wir uns das jetzt einmal an. Wo wir denn da rein können und so weiter. Ich habe, glaube ich, alles dabei, was ich brauche. Daher brauchen wir aber auf jeden Fall einen Laserschneider. Also ich gehe zumindest von aus, dass wir irgendwo wieder Türen aufschweißen müssen. Ich muss jetzt erstmal einen Eingang finden. Okay, hier leuchtet schon mal irgendwas, aber das ist, glaube ich, nur das Ding. Aber hier geht es tatsächlich rein. Okay. Huch. Ich wollte irgendwas. Kann ich das da scannen? Nice. Bandpflanztopf, wie geil. Kann ich die Base wieder ein bisschen weiter bauen? So. Weiter geht's. Also hier haben wir einen Lüftungsschacht. Hier kann ich die Tür einfach öffnen. Machen wir das erstmal. Mein Gott. Oh, okay. Auch schwer, die zu öffnen. Interessant, dass es davon noch mehr Animationen gibt. Mir bisher noch nicht aufgefallen.
Kann ich aber einfach wieder raus, wie es scheint. Oh mein Gott, ey. Immer dieses komplett verdrehte. Dann gehe ich jetzt erstmal dahin, bevor wir das da hinten aufmachen. Ja, okay, hier geht's auch nur raus. Okay, es gibt viele Eingänge, wie es scheint. Also es geht wirklich nur hier weiter. Und wenn das jetzt auch nach draußen geht, dann lache ich. Also, ich hoffe es mal nicht. Ich hoffe, hier finden wir zumindest mal was. Ich meine, wir haben jetzt zumindest einen kleinen Bauplan wieder gefunden, was ich sehr cool finde. Also das ganze Ding hat sich jetzt schon gelohnt für mich. Wenn es auch nur Deko ist, ich mag die Deko. Ich könnte eigentlich noch viel, viel mehr davon haben. Okay. So, was haben wir denn hier? Ja, noch nichts Interessantes, wie es scheint. Da ist eine Tür. PDA sehe ich jetzt hier nicht. Oh, komme ich da gar nicht hin? Eigentlich schon. Aber nee. Scheint nicht so. Scheint so, als müsste ich diese Metalldinger... Aber das schaffe ich nicht. Kann ich nicht aus dem Weg räumen. Oh Gott, ich bin hier voll stuckt. Die sind ja voll da drin. Also selbst mit einer Schubkanone oder sowas schaffe ich das nicht. Okay. Also ich würde ja am ehesten sagen, dass sie einfach so durchschneiden und dann wegheben. Wieso kann ich das nicht öffnen einfach? Da geht die wirklich nach draußen hin offen auf so. Ist da was? Nee, das ist so ein blaues Ding. Aber mehr geht hier nicht. Könnte halt nur da rein. Scheiße. Und das schaffe ich leider jetzt gerade nicht. Badeschokolade. Da geht's bestimmt noch irgendwie anders hin. Erstmal zurück, Sauerstoff holen und dann gucken wir uns wieder um. Was ist der, das Teil da? Muss irgendwo da gleich mal gucken. Hier ist der Eingang. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ich hol mal kurz die Ausrüstung. Vielleicht geht's ja doch damit. Nur zur... Und austesten. Die Stoßkanone. Nehmen wir jetzt einfach mal mit. Statt des Messers. Vielleicht kann ich das ja wirklich verschieben. Ich habe das ja noch nie ausgetestet. Aber für mich sieht das nicht so wirklich beweglich aus. Ich gucke jetzt erstmal hier nach einem anderen Gang. Und ich werde sofort fündig. Sehr gut. Jetzt sehen wir hier die Tür ja auf der anderen Seite. Ah, okay, hier erstmal nicht. Ich sehe jetzt hier auch noch kein PDA oder so. Oder irgendwas zum Runterladen. Das scheint hier komplett useless auch zu sein, dieser Ort. Vielleicht noch hier unten. Da raus. Ja. Tritt irgendwas aus. Wie cool, also dieses Detail. Nämlich so auch noch nicht gesehen. Ah ja, hier geht's doch noch weiter. Wo bin ich denn jetzt lang gegangen? So, wo kam ich denn jetzt her? Nee, ich komme hier raus. Nee, okay. Alles klar, das ist die Tür, die ich schon gesehen hatte. Hab nichts gesagt. Aber hier geht's noch rein. Die Tür habe ich noch nicht gesehen. So. Aber auch hier... Ist nichts drin? Oder waren wir hier schon mal drin? Hab denn vielleicht den Blumentopf nur nicht gesehen. Aber ich sehe jetzt hier auch keine Dinger, die wir vielleicht aufgenommen haben. Manchmal sind ja auch so leere Teile da. Also bisher, muss ich sagen, ist es sehr unspektakulär. Aber mir ist das noch nie aufgefallen, dass es auf einem Wrack auf einem Pilz drauf liegt. Wenn wir hier schon waren, dann ist mir das damals nicht aufgefallen. Das kann natürlich sein. Deswegen, wie schon waren und mir ist das da unten einfach nicht aufgefallen. Vielleicht war es dann auch dunkel und ja, man ist hier einfach dann reingegangen. Wäre schon komisch irgendwie, wenn mir das nicht aufgefallen ist. Baumpilz. Okay. Was ist denn jetzt der Eingang? Hier. Warte mal ganz kurz nochmal. Was ist denn hier noch? Gar nichts, außer ein Ausgang. Kann man hier noch weiter? Nicht so aus. Oh,
Ich mag das überhaupt nicht, wie ich mich hier die ganze Zeit so drehe. Ich krieg da immer einen ganz komischen Nacken bei. Weil ich meinen Kopf immer so komisch mitdrehe. Ich glaube, das ist so völlig normal, dass man das irgendwie macht. Nee, das scheint nichts zu. Scheint nichts zu machen. Komm da nicht rein. Schade. Ich wette, das gibt's nochmal irgendwie einen Weg dahin. Den ich jetzt nicht finde. Also rein theoretisch ist das ja da vorne. Also sozusagen auf der anderen Seite des Dings. Ich gucke jetzt noch einmal, wenn ich jetzt nichts finde. Okay, hier gibt es aber noch einiges Offenes. Aber hier scheint erstmal kein Weg zu sein. Ich glaube, da waren wir. Kann man nicht rein. Da ist nichts. Da waren wir, glaube ich, auch gerade schon. Da ist halt rein theoretisch was, aber ich glaube, selbst da waren wir und konnten rausgucken. Und da war ich drin. Ja, okay, also ich würde sagen, ich habe da gefühlt alles. Ich meine, diese eine Tür ist ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube eh nicht, dass es irgendwas außer Daten, also so Gespräche oder sowas, Audioaufzeichnungen, ich glaube, die sind unique. Die gibt es jetzt nicht an mehreren Stellen im Spiel. Aber ich glaube, wenn wir Baupläne, gibt es mehrfach im Spiel irgendwo. Daher können wir einfach weiter. So, und von jetzt gehen wir von hier aus. Wir machen einmal das so nah an. Außenkamera. Von hier aus gehen wir jetzt... Achso, ich muss gucken, wo Süden ist. Ist das jetzt Süden? Ja. Gehen wir von hier aus mal nach Süden und gucken mal, ob wir hier irgendwo... irgendein Loch oder sowas sehen. Also ich sehe jetzt erstmal gar nichts. Also nicht mal wirklich tief. Ich muss auf jeden Fall südlicher, wenn das wirklich südwestlich davon ist. Man weiß halt auch nicht, wie weit südwestlich. Das ist so das Ding. Warte mal, ich muss mich irgendwie... Habe ich irgendwie Licht an? So habe ich Licht, okay. Ich meine, ich brauche das nicht mit dem Sonar, aber... Das ist echt ein riesiger Pilzwald, ne? Echt übel. Okay, da ist zumindest mal eine Schlucht oder so. Nee, das ist nur eine Klippe. Die haben wir hier, wo es einfach nur hochgeht. Das ist natürlich schade. Das ist richtig wirklich, wo es tiefer geht, sehe ich jetzt hier gerade gar nicht. Vielleicht muss ich wirklich nochmal... Huch. Mich irgendwo gegen? Hm, keine Ahnung. Huch. Ja, ich komme hier irgendwo gegen. Sehe aber nur nichts. Oh, hier. Der Pilz. Ich glaube, ich muss zurück zur Nautilus und mir meinen meine Seemotte nochmal schnappen. Damit sind wir ein bisschen mobiler und können das, glaube ich, eher checken, wo ich hin muss. Und wenn wir irgendwo was finden, wo ich lang Zeit auf jeden Fall runter muss oder sowas, dann können wir immer noch dieses Ding hier holen und damit dann wirklich eine lange Erkundung machen. Ich denke, das ist das Beste, was man machen kann. Auch wie cool ich das Teil auch finde, nützlicher ist es, glaube ich, mobiler zu sein gerade, dass wir mit der Nebukadnezar jetzt erstmal losgehen und nach einem Eingang suchen. Wir könnten aber auch... Wir wissen zumindest von einer Stelle. Hm, ist das südwestlich? Ich habe die Karte noch bei mir offen. Südwestlich. Dieses... Ja, unter der Dagazi-Basis. Ist es auch? Ja, südwestlich. Aber es ist schon so weit weg. Vielleicht müssen wir aber auch dahin. Aber schaffe ich das überhaupt mit dem Ding da reinzukommen? Die Frage... Also bei der Krakenhöhle, das meine ich. Schaffen wir es, in die Krakenhöhle zu kommen? Da sind halt super viele von diesen Tintenfischen da. Kraken, meine ich halt. Mein Gott, das Ding heißt Krakenhöhle. Ja. Mal gucken. Aufpassen. Oh, oh, der fährt mir voll rein. Verkehr.
Wie sieht es eigentlich mit energiemäßig aus? 65% schon wieder. Ding ist halt sehr schnell, sehr leer. Das ist ja echt langsam mit, ne? Aber ich traue mich, das hier nicht einzusetzen. Nicht wegen dem extremen Lärm, das ist mir egal. Aber damit ist man richtig schnell. Aber wegen diesem Überhitzen. Da habe ich irgendwie Angst vor. Ich möchte nicht, dass mein Ding kaputt geht. Ich will jetzt damit einfach zur Krakenhöhle. Keine Ahnung. Auch wenn wir jetzt nur noch 58% haben. Ich habe ja noch Energiezellen dabei. Mach das jetzt einfach. Obwohl, ich sollte echt nochmal aufladen, wenn ich schon hier bin. Ich mach kurz einen Cut. Okay, Leute, ich habe jetzt doch umschienen. Wir fahren jetzt doch erstmal mit der Seemotte darunter. Ich pack jetzt eben das Ding hier ein. Und dann fahren wir erstmal mit der Seemotte runter, gucken erstmal nach dem Eingang und wie wir da überhaupt hinkommen. Dann sind wir ein bisschen mobiler. Ja. Schon nah dran. So ein bisschen wie so ein Busfahrer. So. Das passt. Und solange das Zeug dann halt lädt und so weiter, können wir dann schon mal erforschen gehen. Eine Energiezelle habe ich jetzt noch dabei. Aber das ist egal. Wir gehen jetzt erstmal kurz mit der Nebukadnezar runter. Schauen wir mal. Erstmal kurz wieder durchchecken, wie so die Krakenhöhle überhaupt aussieht. Wie groß der Eingang ist. Komme ich da mit diesem großen Gefährt überhaupt runter? Geht das überhaupt? Müssen wir mal kurz checken. Ich habe ja Gott sei Dank den Eingang auch markiert. Ich habe ja auch noch eine weitere See... wie heißt das? Boje? Signalboje, so. Habe ich auch dabei. Das heißt... Ah, ich habe auch Wasser, Gott sei Dank. Ich habe aber kein Essen. Mist, ich musste was essen erst. So, ich habe es gegessen und getrunken. Wieder fit. Habe ich Medikits dabei? Ne, habe ich gar nicht dabei. Das ist schlecht. Hätte ich auch dran denken sollen. Falls die Dinger mich angreifen. Hoffen wir einfach mal aufs Beste. Und dass sie mich nicht angreifen, beziehungsweise wir sie mit dem Stasi-Gewehr so gut stunnen können. Mir wurde auch reingeschrieben, dass sie töten kann. Es wäre auch nicht schlecht, wenn wir das vielleicht machen würden. Dass man sozusagen da jetzt einen freien Weg hat, dass man mit dem Zyklopen da auch komplett runter kann, ohne angegriffen zu werden. Wäre wahrscheinlich auch smart. So, mal ganz kurz checken hier. Also, das ist der Eingang. Oh ja, okay, das ist schon... Das ist schon knapp. Also damit, mit dem großen Ding hier reinzukommen, wird schon schwierig. Muss ich schon sagen. Das ist der Krakenhöhleneingang. Gar nicht so krakenhöhlenmäßig aus. Weiß schon lange nicht mehr. Aber hier scheint ja die Krake gewesen zu sein. Und hier drunter befindet sich ja irgendwie noch mehr, wurde ja gesagt. Also wäre auf jeden Fall... Ich glaube, es ist machbar, hier reinzukommen. Aber es wäre auf jeden Fall schwierig. Okay, und hier haben wir die ersten Geysire. Mann, das wollte ich nicht. Ah ja, da ist die Krake. Wollte ich mal versuchen, die zu töten, ist die Frage. War hier eigentlich... Hier waren noch mehr als eine, ne? Hier waren noch zwei Kraken-Dinger. Komm, ich versuch's jetzt einfach mal. Komm her, Junge. Ich mach dich platt. Geht eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich glaube, ist tot. Okay. Bleibst du jetzt einfach da? Bist doch tot, oder? Da zerplatzt irgendwie in alle Einzelteile. Aber mir wurde, glaube ich,
Also wenn ich es richtig verstanden habe, wurde gesagt, die bleiben tot. Aber die bleiben doch jetzt nicht die ganze Zeit so hier am Start, oder? So, die Dinger sind natürlich noch da. Aber ich glaube, die finde ich nicht so schlimm. Oh, guck mal, da unten sind Höhlen. Oh mein Gott, Alter. Nein, nicht mein Schiff kaputt machen. Stop it. Er hat's kaputt gemacht? Nee, doch nicht. Es ist da unten. Ich dachte schon, mein Schiff ist weg. Ich glaube, der hing da kurz dran, wenn ich es richtig gesehen habe. Das war scary, Alter. Okay. Das ist super scary, dass die irgendwie noch hier sind. Und dass sie leben. Das ist ja der Magen von denen. Voll widerlich. Aber er gibt schon so anatomisch Sinn. Na, hier unten haben die halt keinen Platz für den Magen. Aber hier ist auch nicht die Essensluke. Die haben schon hier vorne eher so das Essenswerkzeug, ne? Ist geil, die mal so anzugucken. Schon cool. Schiffchen? Nein, da bist du. Hä, warum ist das so weit unten? Ja, das ist nach unten gestoßen. Deswegen habe ich es auch nicht erst gesehen. Daran liegt's. Ja, 80er Haltbarkeit ist noch in Ordnung. Muss ich jetzt noch nicht sofort reparieren. Ah, hier sind doch nur diese Seen. Möchte ich die mal nennen. Diesem giftigen Gas. Okay. Ich weiß es gerade gar nicht, ob mir auch damals noch reingeschrieben wurde. Warum muss ich da ins Gas rein eigentlich? Das wäre krank, wenn ich mit dem Schiff da rein müsste. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob mir reingeschrieben wurde, dass ich da noch was vergessen hatte. Hab's zumindest jetzt gerade nicht in Erinnerung. Ich möchte mich aber ganz kurz nochmal da umschauen, ob ich vielleicht wirklich da noch irgendwas liegen gelassen habe in der Hektik. Weil wir da angegriffen wurden. Waren wir hier oben? Da liegt noch was. Wir waren hier oben nämlich gar nicht. Ich bin nur da unten gewesen. Oh gut, dass ich nochmal hier bin. Wurde echt noch reingeschrieben, dass ich hier was vergessen habe. Okay, ich bin hier nämlich nur rein. Hab hier ganz schnell geguckt. Und dann sind wir wieder gegangen. Ich habe keinen Weg nach oben gesehen. Wo hat er denn die Leiter? Der muss doch auch so nach oben kommen oder schwimmt der immer nach oben? Noch einer. Das ist nicht cool. Ah, deswegen verliert das, nein, nicht kaputt machen. Oh mein Gott. Das hat schon jetzt Funken geschlagen. Das wollen wir gleich reparieren. Das sind 3 Stück gewesen sogar. Okay. Reparaturwerkzeug, bitte. Was ist das Ding? Schnell kaputt, schnell reparieren, nicht schnell kaputt machen. Uncool, Junge. Hör auf mit dem Kram. Aber ich bin froh, dass das Stasi-Gewehr nicht von diesem EMP, was er macht, beeinflusst wird. Dass ich es trotzdem noch einsetzen kann. So, da ist doch recht viel. Und wenn ich das richtig sehe, ist da oben vielleicht dieser Zuchtbehälter, von dem ich in der letzten Folge gelabert habe, dass ich den gern bauen würde. Können wir den nämlich jetzt schon bekommen. Ah ja, hier hat hier einen zweiten Eingang. Huch. Hier ist direkt was zum Scannen. Und das, ja, Lebensform Zuchtbehälter. Und direkt freigeschaltet. Geil. Und er ist riesig. So wie ich den wollte. Er ist sogar größer, als ich dachte. Obwohl, einerseits doch wohl so groß, wie ich dachte, aber irgendwie wirkt es riesig. Der nimmt den kompletten Raum irgendwie ein. Das ist geil. Hä? Hier ist tatsächlich eine Leiter. Aber nur den, mein Gott, meine Stimme. In den mittleren Gang wahrscheinlich. PDA. Stow it, Chief. The kid can't kill this disease without fish to study. I'm just bringing him home. But tell her. Tell her I'm right. You're both wrong. Marguerite, I can't find out how they resist the bacteria if you slaughter them all. It ain't always they oblige in coming in alive. He means you're being reckless. Father, the outcome's no better if we hole up in here and don't go outside. That we have to find a middle way. There is no compromise. Not while she's on my sea base.
Your sea base? I'm going outside. Bart, Torgal has disembarked the habitat. Bart, come in. It's dangerous. Damn it, boy. I knew you can hear me. Chief. Chief, get off the radio and put on your helmet. What? Brace! Autsch. Okay, ein Leviathan hat die angegriffen. Das ist schon krass. Zwei Baupläne. Ach ja, von diesem Blumenkübel noch. Uff. Ist nicht gut. So, wo ist die Leiter? Hier. Von hier aus hat er nicht noch eine Leiter gemacht. Das ist ja weird. Immer wieder raus zu müssen, um in den anderen Bereich zu kommen. Da kann ich dich scannen? Dich möchte ich auch haben. Was auch immer du bist, aber du siehst interessant aus. Integrating new PDA data. Oh, wir haben noch einen Erfolg bekommen. Dafür. Ja, Risikobereitschaft. Margaret, Maida has boarded the habitat. What are you so happy about, Maida? Say, kid, I brought you something. Is that a Leviathan outside? Towed it home on the back of the sub. You killed that thing? It's still breathing. I was about to finish the job, but I can stay and chat if you'd like. No? Then make yourself useful and pass me that hardened blade. Are you out of your mind? You brought that thing here? What if it's not as dead as it looks? What if others come? You prefer it got curious and came of its own accord, or got messed up and dragged here? When we get off this planet, I am going to drag you through every continent, damn Federation. Ach du Scheiße. Margaret hat dieses Leviathan-Ding hier hingebracht, weil es, also erschlagen sozusagen und hergebracht. Das ist dann das Gleiche, was dann hier dann Paul oder wie auch immer dann gegessen hat. Ne, Bart, so. Oh je. Huch, orange Tafel? Wir haben eine orange Tafel hergestellt. Okay. Das ist irgendwie interessant. Ich dachte, wenn die ein lila Ding haben... Ach so, wir können die Sachen auch mitnehmen. Oh mein Gott, wie cool. Ich meine, ich brauche das nicht alles, aber Deko ist mega nice. Das kann ich nicht mitnehmen. So ein Ding habe ich schon. Andersrum nur. Das hier kann man leider nicht mitnehmen. Schade eigentlich. Das da auch nicht. Oh, scheiße. Falsche Seite. Gott, ich schaff's hier nicht raus. Uiuiuiuiui. Ich hab da gar nicht dran gedacht, dass ich noch Sauerstoff habe. Welcome aboard, Captain. Manchmal vergisst man sowas. Nicht gut. Ich bräuchte mehr so Alarmanlagen. 100 Sekunden, 30 Sekunden, sowas. Das wäre geil, wenn man das einstellen könnte, wann der einen warnt. So, jetzt habe ich natürlich einfach nur Deko dabei. Aber das würde ich gerne einsetzen. Vor allem das da, das habe ich noch nie gehabt. Flüssigkeitenanalysator. Würde ich gerne irgendwo hinstellen. Ich werde mal ein komplettes Labor so einrichten. Ich habe ja noch ein paar Räumlichkeiten und ich mag es, eine große Base zu haben. So, was habe ich denn hier jetzt noch gehört? Nur die Portviecher? Bin mir nicht ganz sicher. So, wir schauen uns auf jeden Fall weiter um. Oh, hier ist es echt schwer, hier ist echt eng. Ja, okay, das sind die Portviecher, die ich jetzt gerade höre. Ja, oh, nee. Okay. Aber das ist nützlich. Wenn man die nicht töten könnte, wäre das echt ätzend, glaube ich. Auch wieder weg. Aber das scheint so viele zu sein. Das ist echt übel. Und dafür ist dieses Ding hier auch besser geeignet, muss ich sagen, als das große Teil. Weil ich hier schnell raus kann und dann wieder rein. Guck mal, hier sind auch diese großen Geisterale wieder. Und wieder dieses Biom. Boah, sieht saugeil aus hier.
Und da unten ist eine mega große Gräte. Uff. Okay. Haben wir die schon mal gescannt? Das sind diese... ich glaube schon, dass wir die kennen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Nee, Amöboid. Sieht so aus wie diese Dinger, die um die Sachen hochheben. Die Schweber, nur ein riesig. Amöboid, ein einfacher, nicht empfindungsfähiger Organismus, der auf Oberflächen mit hohem Gehalt an versteinertem organischem Material vorkommt. Er ernährt sich von diesem Material bis zur Reife, um sich dann in zwei neue genetisch identische Nachkommen zu teilen. Dieser Zyklus setzt sich anschließend fort. Sieht nicht so aus, als könnte ich den töten. Und davon irgendwie was bekommen. Schade. Okay. Man hört ständig irgendwelche Geräusche. Das macht mir Angst. Ich frag mich, ob ich damit denn da rein kann, ohne zu sterben. Warum ist diese Musik so anders? Sieht so aus wie so ein Dungeon und so eine Bosshöhle, als würde da gleich was Böses kommen. Krieg ich Schaden oder sowas? Nee. Was ist das da? Das sieht aus wie Material, könnte aber auch ein normaler Stein sein. Eieieiei. Weiß nicht, ey. Ich trau mich hier nicht so wirklich hin. Ich glaube, es kommt gleich ein Leviathan auf mich zu. Die Tiefen. Kommen wir gleich einfach zu unserem Biom? Wieder zurück? Wie tief sind wir? 700 Meter? Was war das? Ich bin sehr vorsichtig. Ich möchte nicht sterben. Mein Ziel ist es, das LP ohne Sterben zu beenden. Wenn ich einmal sterbe, dann ist irgendwie diese Herausforderung gerade weg. Da hinten ist irgendwas Besonderes, glaube ich. Das Teil da. Obwohl, es könnte auch nur eine Wurzel sein. Alter. What the fuck, ey. Was sind das für Riesenkammern? Oh mein Gott. Holy shit, ist das riesig. Du bist aber ein Skelett, ne? Oh mein Gott, hast du diese Dinger gegraben vielleicht? Diese Tunnel? Alter, bist du groß. Oh, Alien-Basis. Okay, untersucht ihr nur oder nutzt ihr das irgendwie als Antrieb? Oh mein Gott, ey, das Ding möchte ich nicht in lebendiger Form erkennen. Aber hier sind wir vielleicht richtig. Hier haben wir vielleicht irgendeine Base gefunden. Vielleicht aber auch eine, wofür diese orangene Tafel dann auch gut ist. Wow. So geil aus, ne? Okay. Bist du... Kein Material, ne? Okay, wir sind offiziell gefressen worden. Oh, shit. Oh. War das so ein Kragenviech? Ich würde sagen, ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Es hörte sich so an wie ein EMP. Ey. Boah. Junge. Machst mir Angst. Ja, genau du. Wir können das Ding anscheinend aber auch scannen, was sehr interessant ist. Du kleiner Penner, Alter. Du hast mich mega erschrocken. Du kriegst aufs Maul. Boah, was ein Penner, ey. Ich bin hier gerade in dem Leviathan-Körper drin. Und sowas passiert. Okay, da können wir rein. Oh, endlich. Okay, wir haben was gefunden. Progress. Ich frage mich nur, ob das Ding südwestlich ist. Ich möchte darauf aber bitte keine Antwort.
Das werde ich wohl wahrscheinlich gleich noch rausfinden. Klauentang. Wir lesen uns das erstmal durch. Eins nach dem anderen. Eine Tangart mit blauen Spitzen, die dazu neigt, in den säurehaltigen Solebecken auf dem Meeresboden oder deren Nähe zu wachsen. Diese Solebecken sind für die meisten Lebensformen schädlich, aber der Klauentang hat ein dickes, starres Wurzelsystem entwickelt, das dieser Umgebung widerstehen und die empfindlichen blauen Nährknoten über die Oberflächen der Sohle heben kann. Okay, krass. Also das ist Sohle. Ein Sohlebecken. Also ich kenne Sohle nur in Verbindung mit Salz. Aber wirklich auskennen tue ich mich da jetzt nicht. Ich würde es ganz gerne mal irgendwas trinken. Uraltes Skelett. Okay. Jetzt gern wir das mal. Spannend, spannend, das ganze Ding hier. Uraltes, versteinertes Skelett. Das Skelett eines Millionen Jahre alten, gepanzerten Fleischfressers. Hochrechnungen ergeben, dass diese Art weitaus größer gewesen sein könnte, als jede andere, die bisher auf dem Planeten entdeckt wurde. Die Ozeane dieser Zeit müssen völlig anders gewesen sein, um Tiere von dieser Größe zu versorgen. Mit offener Geografie und viel mehr Lebewesen in Leviathan-Größe. Ja, genau. Vor allem müsste der Meeresspiegel sehr viel höher gewesen sein, habe ich das Gefühl. Also er müsste zumindest mehr Platz bieten, damit das Ding hier auch sich irgendwie fortbewegen kann. Richtig krass. Voll nice. Wir sollten davon ein Bild machen. Das können wir uns dann in die Base hängen. Da bin ich jetzt erstmal für. Oh Gott. Hab ich schlecht geflogen? So, ihr seid ja nett. So. Und Nips. Sollte sowieso viel mehr dran denken, Fotos zu machen, aber irgendwie denke ich da nie dran. Ich bin immer so überwältigt von dem, was ich sehe. Und dann denke ich nie daran, mal ein Bild davon zu machen, von dem Biom. Aber finde ich das sau cool. Da ist noch ein Rubin. Ich suche halt immer noch die neuen Dinge. Also, uns fehlt ja noch kristallines Schwefel, Arduit oder so. Mehrere Dinge. Okay, das scheint hier auf jeden Fall wieder so ein Schwerkraftding zu sein. Nee. Ah, wir müssen hier eine Tafel einsetzen. Orange, ja perfekt. Haben wir dabei. Gerade bekommen. Und wir können rein. Oh, die untersuchen die das Skelett. Dann ist das doch bestimmt. Mal ganz kurz hier. Was habe ich aus Versehen gemacht? Muss ich denn draufklicken? Hier. Solchen Forschungseinrichtungen. 800 Meter tief. Sind wir ungefähr 800 Meter tief? Mit beträchtlichen Fossilienvorkommen. Das heißt das. Südwestlich der Versteigungsplattform. Okay, das ist das Safe. Untersuchung lebender Exemplare, Synthese eines Gegenmittels für hochinfektiöse Bakterien mit der Bezeichnung Kara. Okay, hier scheinen wir zu sein. Behälter für fremde Knochenproben. Verschiedene Leviathan-Fossilien. Diese Fossilien stammen wahrscheinlich von den urzeitlichen Vorfahren der Leviathane, die heute auf dem Planeten leben. Die relative Größe und Beschaffenheit der Knochen legt nahe, dass sie einen Teil des Gehörgangs oder andere komplexe innere Strukturen bildeten. Okay. Und nun Knochen. Aber ich bin ja auch der Laie hier. Behälter für fremde Pflanzenproben. Okay. Ich will auch sowas bauen. Aber eher in meinem Stil und nicht im Alien-Stil. Fremde Pflanzenforschung. In Stase gehaltene örtliche Pflanzen, die fremden... Pflanzenpunkt, hallo. Die Fremden wollen offenbar ein umfassendes Wissen über das Ökosystem des Planeten erlangen, das zur Unterstützung der Forschung an lebenden Exemplaren notwendig gewesen wäre. Okay. Fremdartige Forschungsausrüstung. Oh. Ist das ein... Oh, süß. Guckt euch den da mal an. Kreaturenei. Oh, wie süß. Den nehmen wir mit. Forschungsausrüstung.
Ein großer Labortisch und dazugehöriger Scanner enthalten Technik, die weit über unser derzeitiges Verständnis hinausgeht. Hypothesen. Instandhaltung der Ausrüstung, Versorgung des Personals, Analysen von Proben, Genmanipulation an Proben. Ein großer Labortisch und dazugehörige Scanner. Hier waren aber keine Scanner mehr drauf. Hier haben wir wieder Ionenwürfel. Und hier ein Bauplan oder so. Integrating new PDA data. Daten über die Fortpflanzung in der Tierwelt. Umfangreiche fremde Forschungsdaten über die örtliche Tierwelt mit einem besonderen Schwerpunkt auf ihre Fortpflanzungsmethoden. Kernaussagen wurden da zusammengefasst. Die Fremden fanden heraus, dass die Tiere auf diesem Planeten nur ein Geschlecht haben. Okay. Sie haben beobachtet örtliche Organismen bei ungeschlechtlichen Fortpflanzungen. Sie beobachten örtliche Organismen bei ungeschlechtlicher Fortpflanzung. Ich frage mich, wie das funktioniert. Alle Untersuchungen Individuen waren zur Eiablage fähig. Normalerweise benötigten die Eier genetisches Material eines zweiten Individuums ihrer Tierart. In seltenen Fällen wurde nur ein Elternteil benötigt. Die evolutionäre Mutation wurde dann durch die Auswirkungen der Umwelt selbst ausgelöst. Ist das nicht super scheiße, wenn das irgendwie möglich ist? Ist das nicht super smart von der Evolution, dass man immer zwei Leute braucht, um ein Kind zu zeugen? Selbst wenn jetzt so wie bei so einem Seepferdchen irgendwie, dass irgendwie beide Geschlechter haben kann, aber dass man überhaupt zwei Typen braucht, um sich fortzupflanzen. Ist das nicht useful, allein für, dass du widerstandsfähiger wirst und sowas? Ich habe keine Ahnung. Die Forschung scheint sich auf die Brutbedingungen und genetischen Unterschiede zwischen Eltern und Nachkommen konzentriert zu haben. Aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Alle untersuchten Individuen waren zur Eiablage fähig. Normalerweise benötigen die Eier genetisches Material zu zweiten Individuums ihrer Tierart. In seltenen Fällen wurde nur ein Elternteil benötigt. Aber nur in seltenen Fällen. Achso, warte mal. Die evolutionäre Mutation wurde dann durch die Auswirkung der Umwelt selbst ausgelöst. Heißt es dann, das Ei wurde von der Umwelt irgendwie befruchtet? Das finde ich ja irgendwie sehr interessant, das Ding. Aber ganz kapiert habe ich es noch nicht. So, ein paar Ionenwürfel. Davon scheine ich ja ein paar zu brauchen. Wenn es hier so viele gibt. Hallo? Da jemand? Alleine oder bin ich nicht alleine? Sieht aus wie ein Tor, das ich nicht öffnen kann. Ah ja, gehört das vielleicht zu dem Scan? Die beiden Dinger? Habe ich jetzt hier noch irgendwas mitnehmen können? Irgendwie nicht. War nicht so erfolgreich, wie ich dachte. Ich habe natürlich ein paar Sachen erfahren, aber nichts, was mir wirklich weiterhilft. Also ich denke schon, dass mir das irgendwie weiterhilft, aber für den Moment erkenne ich da zumindest nichts. Also es ist nicht so wie bei der Verstärkungsplattform, wo ich so richtig viel erfahren habe über das Vorgehen, was ich jetzt machen muss und was der große Plan sozusagen ist. Das ist, da führt es genau in dieses Hüllensystem, ne? Ja. Ich würde hier ganz gerne mal eine Boje setzen, einfach. Ich habe ja ein paar dabei. Zwei Stück müssten hier auf jeden Fall noch drin sein. Ja, genau. Ich würde jetzt einfach mal eine Boje hier setzen wollen. Als Skelettmarker. Würde am besten reingehen. Ein bisschen versteckt. So. Leviathan. Skelett. Ne, warte mal. Skelett. Komm mit einem L. Ich würde es jetzt so schreiben. Leviathan-Skelett. Wo ist mein Schiff? Ich finde das nie, ne? Weil der Marker auch einfach fehlt, wenn man so nah dran ist. Immer Probleme, das Schiff zu finden. So. Okay, Moment. Muss man ganz kurz schauen. Wir sind jetzt in dieser linken Höhle abgebogen. Hier sind noch super viele komische Schläuche und so, die aber nur zu Analysenzwecke da sind. Ups, mein Gott, ich habe mich jetzt vor dem Schrei so erschrocken, dass ich auf meine Maustaste gegangen bin.
Aber wenn Mama Leviathan hier ist, dann ist Papa Leviathan dort nicht weit, oder? Also damit meine ich vielleicht die Kinder. Ja. Hier war auf jeden Fall noch einer. Aber der war nicht so groß, glaube ich. Der wurde jetzt aber schon komplett zersetzt. Wir haben auf jeden Fall noch diese Richtung. Ich würde zumindest mal gucken wollen, so ein bisschen. Bist du interessiert? Alter, da geht es jetzt gleich nicht. Eieiei. Ja, eine neue Meldung, das ist gut. Okay, wir haben da auf jeden Fall einen Leviathan. Oh, ich sehe es. Das da ist auch ein Kopf. Da vorne sieht man so Zähne. Da hinten sieht man Grippe. Das Ding ist, da ist ein Leviathan-Ding. So eine in der Richtung von dem, was wir schon kennen. Nur als Geisterform. Zumindest sieht er so ähnlich aus. Oh, das ist so ein Geisterding. Jetzt erkenne ich es erst. Jetzt wird das erst reingeladen. Boah. Ah, das ist das Gerippe von dem Teil. Ja, wir müssten aber erstmal eine Möglichkeit finden, das gegen so ein Ding zu kämpfen, finde ich. Also, ja, okay, rein theoretisch hatten wir Torpedos. Sowas habe ich ja noch nie ausprobiert. Aber ich habe sie halt auch nicht ausgerüstet, deswegen können wir das auf jeden Fall jetzt nicht machen. Ich gehe da definitiv nicht rein, wenn dann so ein Leviathan unterwegs ist. Wir gehen jetzt zurück und hören uns die Nachricht an. Ich denke, das ist das Smarteste. Oh, der ist auch krank. Können wir den scannen? Nee, okay. Ich habe schon mal, glaube ich, versucht, irgendwie ein anderes krankes Tier zu scannen. Also ich weiß nicht, ob der krank ist, aber es sieht krank aus. Zumindest ist der infiziert mit irgendwas. Ich glaube aber, das ist nicht gut für ihn. Ich geh mal kurz zurück. Ich denke, da passiert sonst nichts. Ich spule einfach wieder vor, so wie letzte Folge. So, wir sind wieder zu Hause. Dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt für eine Nachricht bekommen haben. Ja, okay. Stehe. Da versucht auf jeden Fall ein Alien mit uns Kontakt aufzubauen. Das, was ich jetzt nicht so ganz verstehe, ist, wir haben ja schon diese, ja, vielleicht war das so ein bisschen telepathisch war, mit dieser Alien-Dame geredet. Also, was heißt geredet? Sie hat uns gefragt, was wir sind. Aber da konnten wir sie ja verstehen. Aber nur wegen diesen telepathischen Dingen. Wenn sie jetzt vernünftig, also so versucht mit uns zu reden, kommt es immer in die Kommunikator. Also wenn sie das ist, keine Ahnung. Dann kommt das nur so verzerrt an. Das ist natürlich jetzt ein Problem, dass wir jetzt einfach gar nichts davon bekommen haben. Schwierige Sache. Okay, habe jetzt alles eingelagert. Ich habe jetzt gedacht, lass uns mal dieses Ding hier bauen. Lebensform Zuchtbehälter. Ich habe jetzt schon mal Eier mitgenommen. Das ist riesig, ey. Setz es hier trotzdem einfach mal hin. Das ist nicht so smart, wenn man von da kommt und da ist die Leiter. Was? Okay. Kann ich denn darauf zugreifen? Ach so. Nee. Ich dachte, jetzt muss ich von oben rein. Sieht aber wirklich so ein bisschen aus. Wie geil. Dass ich jetzt hier oben auch so ein Ding habe. Das lohnt sich ja richtig. Da braucht man ja sogar so ein bisschen geführten Turm dafür. Kann ich davon noch mehr übereinander bauen? Wie geil ist das denn? Warte mal, habe ich noch eine Etage drüber? Noch Platz, ne? Ja. Okay, dann bräuchte ich aber nochmal 5 Glas. Ach nee, ich wollte runter.
das jetzt hier nochmal so zu setzen. Die Frage ist aber jetzt eher für mich, kann ich denn drauf zugreifen? Ich habe hier keine Konsole oder so. Ich dachte, ich kann jetzt irgendwie Eier einsetzen. Oder muss ich da jetzt irgendwie eine Luke einbauen? Ja, tatsächlich. Okay, nochmal Quarz und zwei Titan. Okay, hab jetzt alles. Nehmen wir das hier. Hopp, Alter. Mit draußen Wasser, drin Wasser. Ist schon ein bisschen eng hier, muss ich schon sagen. Aber egal. So, alles dafür noch. Muss ich mal ein bisschen größer machen, das ganze Ding, ne? Ich hoffe, das ist jetzt auch verbunden. Ich würde zumindest davon ausgehen. Bitte einmal runterklettern. Das ist ein bisschen clunky leider. So, einmal rein. Ja, nice. Das ist so cool. Okay, Probetkasten benutzen. Also, ich habe jetzt hier ein Kreaturenei. Wir haben dieses kleine Süße. Und das würde ich als ersten jetzt einmal verwenden. Schließlich haben wir das jetzt bekommen. Fallen lassen. Weiß nicht, ob das richtig war. Da ist es. Nee, warte mal. Wieso kann ich das nicht reintun? Pflanzbeet. Ach so. Wir können hier pflanzen. Aber soll ich das jetzt einfach so liegen lassen? Ist das okay für euch? Ich meine, ihr seid doch dazu da, um jetzt zu schlüpfen, oder? Das sieht so süß aus, das kleine Ding. Oh, voll cute. Okay, aber es lebt ja eigentlich schon fast, ne? Also, ich bin gespannt. Ich lasse es jetzt erstmal allein hier drin. Wir wissen ja nicht, was da rauskommt. Nachher wird das ein Leviathan. Und zerbombt uns die komplette Basis, ne? Kann ja sein. Wie auf dem Kopf liegt. Ich möchte den gerne irgendwie vernünftig platzieren hier irgendwie. Aber dass wir da ein Pflanzbeet für ihn haben, finde ich interessant. Müssen wir irgendwie ein paar Pflanzen besorgen. Ich weiß nicht, ob wir... Wir nehmen einfach mal von den hübschesten Pflanzen was. Ich weiß nicht, was jetzt das hübscheste ist. Ja, keine Ahnung, die leuchten. Ich nehme mal davon eine. Davon eine. Im Seegras können wir vielleicht mal zwei machen. Hier, die finde ich auch richtig hübsch. Davon. Ist wahrscheinlich viel zu viel, ne? So viel passt da wahrscheinlich gar nicht rein, sehe ich gerade. Na egal, ich nehme es mal mit. Wahrscheinlich brauchen wir viel mehr von dem Kleinkram. Hier Windgrassamen und so. Die nur ein groß sind. Ich nehme davon nochmal ein paar mehr mit. Ich hoffe, dass es funktioniert, so wie ich das denke. Dass ich die jetzt irgendwie da einpflanzen kann. Aber das war, glaube ich, 3x3 oder 4x4 groß. Bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ob ich da auch so, kann ich das überhaupt einpflanzen? Das ist, wie heißt denn das? Seetang? So, was ist das Hübscheste? Du vielleicht? Okay, es ist auf jeden Fall groß genug. Okay, dann würde ich dich noch nehmen und dich. Und dich lassen wir dann raus. Und pflanzen noch euch hier an. Ich hoffe, das sieht dann irgendwie auch hübsch aus. Wahrscheinlich ist das nicht so ein Zeug, was jetzt hier recht hoch geht. Aber ich würde es versuchen, auch vielleicht mal dieses Seetang hier anzupflanzen, wenn das geht. Muss ich mal zwischen den Folgen gucken. Aber kann übrigens gut sein. Es ist schon ein bisschen mir ein bisschen zu eng, ehrlich gesagt. Naja. Aber ist cool. Auch jetzt mit diesen grünen Wänden finde ich sogar nice. Man direkt ein bisschen was. Das ist leider jetzt also diese... Kann ich das einfach dekonstruieren und alles ist cool? Ich glaube, ich möchte trotzdem Zugang haben. Aber den mache ich jetzt hier an der Seite mal hin. Aber das gefällt mir besser, wenn man hier reinkommt, dass man das erstmal so schön sieht. Aber vielleicht muss ich das wirklich nochmal irgendwie umbauen. Aber jetzt kann ich eigentlich nicht mehr. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Dass das Ding jetzt wirklich schlüpfen kann. Und die Pflanzen hier auch irgendwie wachsen. Also ja, obwohl. Guck mal, hier sind Samen. Ja, das ist Windgras auf der Seite. Die wachsen hier anscheinend in der Gegend. Okay, cool. So, aber jetzt Frage. Also nicht unbedingt eine Frage an euch. Ich frage mich aber,
Das hier ist solchen Forschungseinrichtungen, Tiefe 800 Meter. Wir waren nicht ganz 800 Meter tief. Ich frage mich, ob das noch da drunter liegt irgendwie. Obwohl das ja eigentlich wohl passt, Höhlensystem mit beträchtlichen Vorkommen. Aber beträchtliche Vorkommen kann sogar sein, dass es eher noch der Bereich ist, wo der Leviathan war. Dass wir da noch weiter müssten. Und da steht nämlich auf Funktion Untersuchung lebender. Mein Gott, ich muss richtig vorlesen. Lebender Exemplare. Deswegen, und das, da lebt er doch nichts. Außer vielleicht er hier, der Kleine hier. Vielleicht ist das unsere Hoffnung, wer weiß. Aber ich würde tatsächlich jetzt anfangen. Boah, ich traue mich das irgendwie nicht so richtig. Aber ich habe gerade keine Ahnung, was wir sonst machen sollen. Ich könnte halt die Meere durchstreifen und einfach mal gucken, wo wir sonst noch irgendwas Interessantes haben. Oder wir rüsten unsere Seemotte aus mit Torpedos und ballern das Kack-Leviathan-Ding ins Jenseits. Und ich bin eher auf der Seite. Sonst pazifistisch eingestellt, aber bei dem Ding sehe ich jetzt ehrlich gesagt... Moment. Männchen mal. Bin ich da gleich? Muss ich da gar nicht durch? Ist das das, was vielleicht Mithrandir meinte? Dass ich von da aus einfach dahin kann? Dass ich einen besseren Zugang habe? Oh yeah, okay. Ich guck mal ganz kurz, wie ich das Zeug baue. Okay, hab jetzt alles. Ich habe jetzt die Seemotten-Torpedosystem drin. Das hier hatten wir schon mal gecraftet. Das habe ich jetzt auch mal reingepackt. Seemotten-Perimär-Abwehrsystem. Ich habe auch eine zweite Rumpfpanzerung erst gecraftet. Habe dann gesehen, ich habe eigentlich gar keinen Platz mehr dafür. Ich weiß auch nicht, ob das was groß bringt. Das steht jetzt hier erstmal nur, härtet das Chassis vorübergehend auf vor Aufprall. Verhindert Schäden unter normalen Bedingungen. Weiß nicht, ob das auch normale Bedingungen sind, wenn wir angegriffen werden, aber gut. Auf jeden Fall verhindert das ja Schäden. Ich habe jetzt aber trotzdem nur eins drin, weil wir ja nicht so viel Platz haben. Keine Ahnung, ich denke mir, das hier ist vielleicht für Nahkampf ganz cool, das hier für Fernkampf. Hab jetzt noch ein paar Torpedos. Ich weiß noch nicht genau, wie wir die laden, ehrlich gesagt. Muss man die jetzt irgendwo reintun? Da vorne scheint so ein Ding zu sein. Torpedoschacht. Oh, nice. Ja, perfekt. Unten. Schießt dann immer nur ein? Eins so, ne? Ja, genau. Ich wollte reinklettern. Nein, ich will bitte rausklettern. Danke, Spiel. Ich gehe da jetzt auf jeden Fall noch runter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange die Folge gerade ist. Ich habe sehr viel rausgekartet heute. Oder vorgespult und so. Deswegen ist es schwer zu sagen. Aber das möchte ich jetzt irgendwie doch versuchen. Nee, Konstruktionswerkzeug nicht. Reparaturwerkzeug bitte. Wir geben mal unser Bestes einfach und gehen da mal runter und gucken mal, ob wir den Leviathan sehen und ob wir den besiegen können. Wir haben ein bisschen Schiss. Aber na, wir müssen manchmal auch Risiken eingehen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? So, jetzt habe ich leider keinen... Boah, das ist schon scheiße ohne Sonar. Ich habe das Sonar aber noch dabei. Vielleicht sollten wir das Sonar erst ausrüsten. Ich weiß auch nicht, was besser ist. Das Blitzzeug. Moment, kann ich die hier nicht mehr austauschen? Doch, da muss ich gucken. Das Sonar anstatt dieser Blitze. Weiß ich, ob das... Nee, ich möchte schon diese Probenpanzerung irgendwie haben. Ich glaube, die ist wichtig. Aber das Sonar ist auch wichtig. Sehe ich nichts, wo ich hin muss. Leviathan-Skelett. So, aber ich möchte jetzt erstmal in die Tiefen. Oh ja, das Ding ist ja auch noch da. Auch ich möchte meine Torpedos jetzt nicht gegen das Ding einsetzen. Weiß auch nicht, ob das reicht. 6 Torpedos haben wir jetzt drin. Die müssten ja irgendwie reichen. Ich kann ja schlecht nachladen. Oder ich muss dann nochmal abhauen. Weiß nicht, ob man so Leviathan überhaupt besiegen kann. Aber ich hoffe. Nur abhauen ist halt auch auf Dauer blöd. Aber wir müssen da jetzt mal gucken. So, das sind jetzt die Tiefen. Oh, shit. Hier ist ja ein Wrack. Waren wir da schon? Ich würde vielleicht mal für dem Stasi-Gewehr gucken, ob wir damit was machen können bei dem Teil. Das hat ja bei dem anderen Krakending auch gut funktioniert. Das ist ja noch nichts in Leviathan-Größe. Kann ich da jetzt hin? Kann ich dich schlagen? Sieht aus wie so ein Wels.
Kann ich nicht töten. Muss nur gehen, oder? Er zappelt auf jeden Fall ganz gut. Das scheint mehr Energie zu haben als so ein Krakending. Oh, oh. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Wenn das Ding nicht stirbt, dann kann ich so einen Leviathan ganz sicher nicht töten. Hm. Sieht nicht gut aus, Leute. Also ich mache ja irgendwas an ihm, aber... Aua. Das scheint nichts zu bringen. Ich kann die, glaube ich, nur stunnen. Was bringen mir dann Torpedos? Wenn ich so ein Ding nicht mehr töten kann. Das wundert mich jetzt, ehrlich gesagt. Das nimmt mir ein bisschen die Hoffnung bei dem Leviathan. Um ehrlich zu sein. Da groß was machen kann. Hier scheint aber nichts zu sein. Krakenhöhle. Wo haben wir denn das... Skelettding jetzt? Da unten. Leviathan-Skelett. Scheint doch noch ein bisschen tiefer zu sein. Hm. Oder es gibt immer verschiedene Schwächen. Ob ich jetzt mein... Hüffchen? Ich sehe es schon wieder nicht, ne? Unfassbar. Muss doch hier irgendwo sein. Es leuchtet ja auch. Da. So, dann gehen wir mal in die Richtung. Nee, damit will ich noch nicht schießen. Das ist tatsächlich einfach hier. Was? Da vorne war ich. Ich hätte mich einfach nur einmal umdrehen müssen. Oh mein Gott, das gibt's ja gar nicht. Dass wir einfach da vorne waren. Schnauze. Oh mein Gott, das ist ja so ein... Das ist so ein Abfuck-Moment, wie wenn ihr Dark Souls 1 mal gezockt habt und ihr dann beim Firelink-Shrine wieder rauskommt. So ein Moment ist das gerade. Wo man denkt so, Alter, was? Wie ist diese Spielwelt aufgebaut? Was ist das denn da? Ach so, nee, das ist... Das ist der Wasserfall. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, das hätte ich schon die ganze Zeit finden müssen. Danke, dass ihr mir das nicht gesagt habt. Also ich möchte ja keine Spoiler haben. Und manchmal sind die ja schon... manchmal sind die Kommentare schon eher so grenzwertig, wo ich denke so, ja, okay, das wollte ich nicht unbedingt so wissen. Aber dass ihr euch da zurückgehalten habt und mir nicht gesagt habt, ey, du warst da eigentlich schon nah an so einem Ding dran. Da muss ich jetzt auch mal Lob aussprechen, dass ihr da die Schnauze gehalten habt. Also harte Spoiler habt ihr auch noch nicht gebracht. Da bin ich auch ganz froh drum. Nur so grenzwertige. Damit seid ihr auch nicht alle angesprochen. Okay, ich bin das erste Mal jetzt hier ein bisschen größer, mehr unterwegs. Ich fühle mich jetzt langsam hier so ein bisschen mehr zu Hause. Vor allem muss ich hier suchen nach Dingen. Okay, hier sind viel, viel mehr von diesen Blitzwelsen. Okay, ja. Weiß ja nicht, ich möchte jetzt momentan noch nicht zu dem Leviathan gerade gehen. Ich möchte mir ganz kurz hier mal die Höhle anschauen. Ich glaube, hier vielleicht schon irgendwas Interessantes ist. Aber das sieht bisher nicht so aus. Ich gehe jetzt mal im Wert in die Richtung. Was ist das da? Ach, so ein Geisterwald. Vielleicht ist das sogar verbunden. Könnte ich mir sogar vorstellen. Weil der ist jetzt ja auch nur noch einen Kilometer entfernt. Na gut. Oh, da ist wieder ein Kraken. Aber die sind ja eigentlich in Ordnung, weil die kann ich killen. Der backt da voll durchs Land. Was machst du da, Junge? Die finde ich ja mittlerweile sogar am besten. Dadurch, dass ich den killen kann. Warum kann ich das Belz-Ding nicht killen? Frag mich, ob ich das mit den Torpedos killen kann. Oder ob es einfach so viel HP hat. Aber das Ding, ich hoffe mal, das sind so ein paar Schläge, das Ding ist weg. Hm. Wie tief kommen wir hier eigentlich? Also. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wir sind jetzt schon bei 650, 700. Da geht's noch tiefer, glaube ich. Eieieiei. Geht immer weiter runter.
Das gefällt mir aber, dass es jetzt hier weiter runter geht. Aber dieses Biom bringt mir bisher halt nichts. Ich dachte halt, hier kriegen wir neue Materialien, aber es scheint nicht so. Okay. Sind wir jetzt auf der anderen Seite von dem Skelett? Ist hier der Leviathan? Das würde auf jeden Fall so hinhauen. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir jetzt in der Höhle sind, hinter dem Leviathan. Der müsste dann hier vorne irgendwo rumschweben. Also rumschwimmen eigentlich. Kann man da durch? Frage. Immer nur so kleine Tunnel, aber vielleicht kann man da wirklich ein tieferes System. Ich frag mich halt, ob die Base, ob es hier noch eine Alien Base mehr gibt. Dass ich diese Base da vorne nicht gefunden hatte. Ich meine, ich musste eh in die Krakenhöhle. Ich brauchte das die orange Tafel. Ich bin auch ganz froh, wie es jetzt gelaufen ist. Aber es ist schon interessant, dass ich so nah dran war. Und es die ganze Zeit nicht bemerkt habe. Okay, da ist der Kopf. Das Ding muss hier sein. Das waren ja nicht ihr. Das ist ein größeres. Da ist es. Ups. Okay. Der divet einfach komplett ab. Gut, mach das ruhig. Ey, scheiße, ey, wenn nicht mich das Ding angreift oder sieht. Ich hab einen Arsch, glaube ich. Ich habe halt Torpedos dabei. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich werde es jetzt auch nicht provozieren. Oder darauf anlegen. Wie erst geplant. Ja, okay, der greift mich jetzt an. Knochenhai, soll ich den jetzt töten? Na komm, let's go. Was? Ich habe geschossen? Ist nichts passiert? Scheiße. Huch, bin ich das gewesen? Diese Pupswolke da? Ich meine, das ist nur Säurekapsel, die ich geschossen habe. Na gut. Ich glaube, das war's tatsächlich, was ich gemacht habe. Aber das hatte jetzt nicht den Impact, den ich mir erwünscht habe von einem Torpedo. Vor allem habe ich nicht wirklich gesehen, wo ich hingeschossen habe. Okay, hier geht's jetzt definitiv weiter. Ich habe, glaube ich, jetzt zumindest die Möglichkeit gefunden, weiter in das Biom reinzukommen. Und habe eine Möglichkeit gefunden, wie wir auf jeden Fall in der nächsten Folge auch weitermachen können. Nämlich genau hier. Aber ein bisschen gucke ich noch, selbst wenn die Folge jetzt ein bisschen länger wird. Ich gucke mich eben immer eben komplett alles an. Manchmal bleibe ich ja kurz stehen und gucke mal ganz kurz in der Umgebung rum. Okay, da haben wir eine neue Alien-Basis. Ist das Skelett? Ja, ne? Okay, ich denke, wir müssen hier hin. Ich denke, das ist der Punkt. Der hier ist nämlich auch 800 Meter tief. Ich glaube, hier sind wir richtig. Das sieht nämlich für mich jetzt eher so danach aus. Obwohl jetzt, wir haben noch keinen Eingang, ne? Wir haben nur so Säulen. Aber das da vorne, das war wie zu wenig irgendwie. Wie so eine Forschungseinrichtung. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Wo ist jetzt eigentlich der Geisterwald, die Markierung? Das würde mich mal ganz kurz interessieren. Alienbasis. Lulia-Berge, Geisterwald. Okay. Ich wette, von da aus wäre ich auch hier reingekommen. In dieses Gebiet. Lass uns das mal angucken. Das scheint auch so ein Viech zu sein. Das hat er ja sogar richtige Arme. What the fuck? Alter, diese Geräusche machen mir Angst. Was ist das denn? Das ist wieder beim Geisterwald, diese Wurzeln, die da überhaupt durchkommen. Also sowas hier. Aber oh, das ist viel blauer. Wir können es auf jeden Fall scannen. Schauen wir mal. Seedrachen. Skelett. Hallo. Schnauze halten. Entweder wollt ihr was von mir oder nicht. Bin für nicht. So, Aufzeichnung, nein. Datenbank.
Das ist es nicht, was ich wollte. Einheimische Lebensform, ja. Hier unten, Seedrachenskelett. Dieses halbwegs intakte Skelett stammt von einem Raubtier in Leviathan-Größe. Erstens Schädeltrauma. Es gibt klare Hinweise auf ein massives physisches Trauma des Kopfes. Der Bruch ist so schwerwiegend, dass er wahrscheinlich die Todesursache war und irgendwo in der Nähe stattgefunden haben muss. Er könnte durch eine Hochgeschwindigkeitskollision mit einem massiven Objekt hervorgerufen worden sein. Alter, etwas in der Umgebung hat dafür gesorgt, dass diese Überreste erhalten geblieben sind, aber der Calciumzerfall weist auf einen ungefähren Todeszeitpunkt vor etwa 1000 Jahren hin. Das Knochenwachstum ist ein Hinweis darauf, dass sich das Tier in der Lebensphase befand, in der es zur Eiablage fähig ist. Okay. Also schon erwachsen. Das hat sich den Schädel gebrochen. Lass mich in Ruhe. Wir kennen da jetzt nichts, aber ich bin auch kein Doktor. Keine Ahnung, ich würde eher sagen, hier hat sich den Arsch irgendwo aufgerissen. Aber gut. Das sieht super interessant aus da hinten. Ich würde hier... Knuddelfischei entdeckt? Wo haben wir ein Knuddelfischei? Nur Knuddelpuff oder so, glaube ich. Knuddelpuff? Hieß es so? Ich glaube schon. Knuddel. Wo bist du? Also das Ei können wir wahrscheinlich jetzt mit unserem Scanner finden. Wenn das hier als entdeckt steht. Ich muss es eigentlich auch so finden können. Bist du was? Lithium. Oh, nice. Nehme ich gerne mit. Sieht interessant aus. Tischkoralle. Ja, okay. Krass. Hier unten finden wir Tischkorallen. Das Lithium nehme ich auf jeden Fall mit. Und die Tischkorallen. Ich habe davon letztens noch welche gesammelt. Aber ich nehme ein paar Mal mit. Weil ich habe die auch wieder größtenteils verbraucht. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier wieder welche bekommen können, was sehr nützlich ist. Dass wir hier unten einfach wieder ein bisschen Titan finden können und so. Rubine. Uranit. Das ist nicht das Geilste. Weil es nichts Neues ist. Aber ich nehme es trotzdem gerne mal mit. Was bist du denn? Ach, Lithium. Das frage ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal einfach. Okay, ich denke... Okay. Okay, ist wirklich heiß. Ich dachte schon, so ist ja gar nicht heiß. Was ist das denn? Schiffchen. Sehe ich es wieder nicht. Wir haben da hinten ganz geparkt. Mein Gott, bin ich weit gegangen. Aua, schon wieder. Heiß Geysire. Aber das ist, glaube ich, nicht diese vulkanische Aktivität, die wir auch noch irgendwo finden müssen. Ich glaube, das ist später eindeutiger. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss an dieser Stelle. Und ja, ich werde dann hier einfach beim nächsten Mal wieder weitermachen mit euch. Wir haben noch 66 Energie. 36 Grad mittlerweile, das Wasser. Schön warm. Aber ja, ich werde jetzt erstmal nichts zwischen den Aufnahmen machen. Kann sogar sein, dass ich sage, wir machen jetzt jeden Tag eine Folge. Ich entscheide das morgen, denke ich mal. Wie ich mich dazu so im Stande fühle. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht ab jetzt jeden Tag einfach eine Folge bringen. Weil ich möchte einfach dieses Spiel weiterspielen. Bin so heiß drauf, wie es hier weitergeht. Und möchte nicht irgendwie einen Tag auslassen. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.